Der Stunt ist so spektakulär wie einzigartig. Der erste Rückwärtssalto in einem Auto. Und diesem Mann ist er gelungen. Gerlain Chicherie aus Frankreich. Er ist Rallyefahrer, Skiprofi und jetzt also auch Stuntman. Schauplatz ist der französische Skiort Tignes. Das Auto die Spezialversion eines Mini. Über eine Sprungschanze wird der in die Luft katapultiert. Entscheidend dabei Anfahrt und Geschwindigkeit. Fast 2 Tonnen wirbeln durch die Luft. Und landen sicher im Schnee. Was auf Ski oder dem Motorrad längst geht, ist jetzt auch auf 4 Rädern möglich. 4 Jahre geplant, gelingt der Stunt auf Anhieb und ist damit der erste Rückwärtssalto der Autogeschichte.